Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei Just Christian und heute machen wir wieder was Spaßiges. Ich habe es einem Zuschauer unter meinem Video versprochen und was ich verspreche, das halte ich. Wir machen einen Gaming-Test wieder mal. Christian zockt hier wieder irgendwelche blödsinnigen Spiele. Nein, nicht blödsinnig, aber ich bin halt nicht der Überzocker. Und zwar mit dem Poco X3 Pro. Ich habe ein Video über die Performance von dem Teil schon gemacht. Das ist für 250 Euro im Moment das absolute Ober-Gaming-Performance-Beast. Irgendwo da seht ihr dann auch das Video dazu. Und ich habe auch schon ein bisschen über die Display-Problematik vom Poco F3 gesprochen. Display-Problematik, schaut euch das Video an, verlinke ich euch auch hier oben. Das unter Last bei Spielen das Display runterdimmt, um in meiner Meinung nach so ein bisschen das Display vor Einbrennen bzw. Lebensdauer ein bisschen dazugeben und ein bisschen schonen möchte. Weil der verbaute Prozessor hier ist geil und der hier für den Preis, für 250 Tacken, ist das ein prima Prozessor. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie der Teil gamed, wie da so ein bisschen die Lautsprecher auch sind und wie meine Skills bei den Ballerspielen sind. Also in die Nahaufnahme, bis gleich. So Freunde, let's fets, los geht's! Wir fangen an mit einer kleinen Runde Autorennspiel. Und zwar habe ich da immer Real Racing. Spiel lädt hoch und wenn wir das Rennen starten, ich cutte das ein wenig. Das ist jetzt langweilig für euch. Bis gleich. So, weil ich hier auf dem Gerät noch nicht wirklich Autorennen gespielt habe, müssen wir jetzt das Tutorial spielen. Wir fahren in einem Formel 1 ähnlichen Wagen. Hier, yeah, feuerfrei, den kriegen wir da vorne. Ach nein, ich habe ja die kompletten Bremshilfen und alles eingestellt. Das ist ja nix. Na komm, auf. Capsum. Hallo. Den müssen wir besiegen, Freunde. Innere Linie und rum ums Eck. Jawohl. Feuerfrei. Sehr schön. Ziel erfüllt. So, weiter. Nächstes. Also hier ist die Grafik. Also ihr hört auch schon ein bisschen den Sound. Grafik kann man hier nicht großartig einstellen. Gucken, auf wie viele Frames das Ganze läuft. Was sagt er? 60 Frames, ja. Das geht leider nicht höher. Aber 60 Frames läuft er immerhin. Sound. Sound ist gut. Die Lautsprecher, die ähneln sehr stark dem Vorgänger oder seinem Brudermodell, dem X3 NFC. Ja, einsammeln. Ihr seht die Ladezeiten, die sind auch relativ schnell. Also das geht echt ratzfatz. Oh, das ist jetzt ganz schön laut. So, jetzt können wir erstmal hier alles ausstellen. Alles aus. Bremshilfe, Traktionskontrolle. Wer bremst, verliert eh. Feuer. Es wird auch nicht sonderlich warm. Durch den Lautsprecher vibriert das Gerät hinten über die komplette Rückseite. Huch. Yeah. Feuer. Bisschen cutten, genau. Hier gibt es keine Track Limits. Und ab ins Ziel. Jawohl. Ja, gerade noch die Kurve gekriegt, jawohl, oh nee, feuerfrei Kartoffelbrei, ja, geschafft, prima, also ihr seht, das läuft unheimlich flüssig, die Grafik sieht toll aus, kommen wir zum nächsten Spiel, Call of Duty, oh, Ballerspiele, genau meins, nicht, ich werde das Spiel jetzt erstmal hochladen, wobei, was heißt hochladen, hochfahren, das geht trotzdem hier relativ ratzifatzi, so, los geht's. Lasst Kugeln hageln. Jawohl. Ja, das ist unser Team. Wir sehen schon eindeutig besser aus. Ja, alles gut. Los geht's. Go! Unbesiegbar, ja. Ich wäre gerne unbesiegbar. Komm, wo seid ihr? Ah, da! Stirb! Ah. Blutrausch. Weg da! Gibt's hier Friendly Fire? Oh nein. Nachladen. Capsum, hau doch ab vor der Linse, du Blödmann. Ah, hier. Servus. Nein, das hat mich erwischt. Kurz mal zu den Grafik-Settings, die mal zeigen. Also, Grafikauflösung sehr hoch und die Bildrate auch auf maximal. Und das sieht super gut aus, das läuft super flüssig und es wird auch
Ja, er wird ein bisschen warm hinten, aber jetzt nicht irgendwie heiß, dass ich das Gerät nicht mehr da angreifen, anpacken wollte. Das läuft. Also das ist überhaupt kein Ding. Platz da, ich komme. Hey, bleibst du wohl hier? Wo willst du hin, Freund? Ja, wusste ich doch. Hinter der Tür verstecken oder was? Ich glaube, du spinnst wohl. Hallo, guten Tag. Ah, nachladen. Ich kann das echt super. Ich kann das prima. Ich bin genau der Typ für solche Ballerspiele. Ach, guten Tag. Oh, nee. Hallo. Ja, genau. Nichts getroffen. Super. Vom Jahrmarkt wäre ich der Held gewesen damals. Oh, Headshot. Ja, prima. Das können wir gebrauchen. Ist hier jemand im Garten? Hallo, hallo. Ah, ui. Ist ja alles voll von euch. Ja. So, kommt der noch? Ja, und? Ah. Komm, 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 trau dich, Freund, komm. Oh, von hinten. Ja, dreckig, ne? So, gut, soll reichen. Also auch Call of Duty läuft in maximal, habt ihr gesehen, richtig gut. Sieht richtig gut aus. Und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier hinten. Ja, hinten so um den Kamerabuckel, da wird es ein bisschen warm. Aber ist jetzt nichts Krasses, nichts Schlimmes. Dann nochmal eine Runde PUBG. Auch hier, Spiel fährt hoch. Und dann, sobald es losgeht, dann Attacke. So, und solange wir auf den Flieger warten, gucken wir uns mal die Settings an, die ich hier fahre mit euch. Oder bespiele. Ich nehme HDR und Extreme. Ultra HDR müsste ich erst runterladen und dann ist auch die Bildwiederholrate, die Bitrate, die Bildrate ein bisschen schlechter. Kann ich nur auf Ultra spielen, da habe ich keinen Bock drauf. Weil gerade bei so Ballerspielen ist ja die Bildwiederholrate wichtiger wie die eigentliche Grafik. Also auf HDR und auf Extreme, das sind schon echt passable Einstellungen. Die sind richtig gut und ihr seht, das läuft auch gar nicht schlecht. Schauen wir mal, mit wie viel FPS das Spiel läuft. 49, 31... Ja, jetzt war hier auch nicht wirklich viel. Wird da warm hinten? Nö, nichts Weltbewegendes. Ja, ein bisschen wärmer, aber jetzt nicht heiß, nicht unangenehm. Alles gut. So, der Flieger kommt. Jetzt schauen wir mal, wo wir hinhüpfen. Dahin wollen wir. So. Ach komm, wir springen hier hin. Zack. Jetzt will ich mal gucken, wie ist es hier im Game? 32 Frames. 31 Frames. Boah. Ah, abbrechen. Nicht verlassen. Oh nee, wir wollen noch da vorne hin. Ich muss noch eine Knarre holen. Da kommt schon einer. Ah, nee. Das ist ja nichts. Egal, dann gehen wir hier unten hin. So, runter geht's. Ui. Also Fallschirmspringen ist auch nicht so meins. Ihr seht, ich bin der absolute Held, was das angeht. Wo war denn das Haus jetzt? Ah, da. Schnell Wumme holen und dann Party on. Hallo, haben Sie eine Knarre hier? Schönen guten Tag. Nö. Na super. Keine Knarren am Start? Was ist da los? Ha? Ach, nö. Keine Knarren da. Das ist ja nichts. Wo gehen wir denn jetzt hin? Dahin? Blöd, wenn jetzt einer kommt, der schon eine Wumme hat. Igitt. Ja, meine Hoffnung stirbt zuletzt, dass da irgendwas ist. So. Das hier, das läuft doch echt schön sauber. Hallo, du sollst laufen. Es läuft echt schön sauber hier und die Grafik sieht auch toll aus. Und das auf einem Gerät für 250 Tacken. Das ist nicht schlecht. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Nichts im Vergleich zum Redmi Note 10 Pro. Ja, das konnte auch gamen. Habt ihr Gaming-Video, habt ihr gesehen oder könnt ihr euch angucken. Ich verlinke euch das. Aber hier sieht es doch schon cooler aus und läuft echt performant. Oh, ich höre doch was. Kommt hier jemand? Hallo, hier bin ich. Kommst du? Bock auf den Tod? Wo bist du Vogel? Wo seid ihr? Da, hallo, Gude! Hier geblieben, weil da einfach abhauen oder was. Ich glaube, es spinnst. Was hast du denn Schönes dabei gehabt? Hallo? Ja, machen wir mal voll hier den Eimer. Ja, also das geht, das läuft echt Butter. Überhaupt kein Problem, Ladezeiten sind schnell. Sieht auch nicht schlecht aus, obwohl es nur ein IPS-Display ist. Aber wie gesagt, das F3 hat da mit seinem IPS-Display, mit seinem AMOLED-Display jetzt schon längst runtergedrosselt und die Helligkeit runtergedimmt. Hoffentlich kommt da bald ein Update, weil das macht auch Spaß, auf dem Ding zu gamen. Kleiner Spoiler. So, jetzt gucken wir mal. Ist jemand da? Naja, egal. Für euch soll das reichen, um einen Eindruck zu bekommen, ob ihr auf dem Teil gamen könnt oder nicht. So, dann jetzt Genshin Impact. Jetzt fangen wir an, mal die Kiste richtig zu fordern. Jetzt wird's demanding, würde ich sagen. Dann schauen wir mal.
Displayhelligkeit habe ich auf volle Möhre, auf Nicht-Automatik, auf manuell. Und jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Guten Tag. Dann rein da. Auch die Lautsprecher, die machen echt Spaß. So, jetzt gucken wir uns als allererstes mal die Settings an, die ich hier gewählt habe. Und zwar habe ich nicht weniger wie alles auf hoch. Ja? Also sehr hoch alles, seht ihr. Und 60 Hertz vor allem. Also krasser geht nicht. Und jetzt schauen wir mal, ob er das kann. Oder ob es das kann. Und jetzt suchen wir uns mal hier so ein paar Jungs, denen wir mal richtig einen auf die Mütze geben können. Dazu reisen wir vielleicht auch mal. Wir reisen mal hier hin. So, wo haben wir denn jetzt hier ein paar Kollegen, die auf die Nase möchten? So, dann mal fliegen. Da muss er sehr viel Umgebung und rendern. Das sieht super aus. Hier und da geht vielleicht mal die ein oder andere Frame verloren. Aber ansonsten ist das schon echt okay. Ich glaube, da hinten sind ein paar Kumpels. So, dann wollen wir mal rennen. Ja. Hey, alle, keiner mehr zu Hause. Alle ausgeflogen. Die wissen, dass ich komme. Dann haben sie keinen Bock mehr. Das ist ja nett. Hallo. Aha. Freunde. Schönen guten Tag. Ja. Das Finanzamt Frankfurt. Sie haben ihre Gebeinesteuer nicht bezahlt. Was ist denn jetzt los? Es regnet. Partieller Regen. Ah. Feuer. Tschüss. Ach ja, hier. Er hier mit seinem Stock. Was? Eingefroren. Komm mal her, Freundchen, das machst du nur einmal mit mir. Jetzt geht's auf die 12. Komm her, du Gnom. Servus. Ach, wer bist du denn? Ach ne, er hier mit seinem ollen Schild. Ich glaube, du spinnst wohl. Also jetzt geht's hier schon mal ein bisschen ab. Jetzt nehmen wir mal hier die Tante mit dem Bogen. Ey, das ist aber nett. Hallo. Kriegst du erstmal hier einen drauf und dann brennt dein Ding. Siehst du, ganz schnell brennt es. Ja? Und du mit, du Vogel. Und wenn das brennt, ach ja, das ist ja nett. Willst du denn eine Frau schlagen wollen oder was, du Büffel? Ja, ja, genau, klatsch du mal ein bisschen. Na, warte nur. Ich mache jetzt nämlich den hier. Ja? Tschö, Junge. Ja, auf die Knie, sage ich nur, auf die Knie. So, keiner mehr da oder was? Tja, also ihr seht, das läuft echt erstaunlich gut. Das Display bleibt so hell, wie es am Anfang war. Er wird merklich warm hier hinten und ich würde sogar sagen, fast ein bisschen arg warm. Das heißt arg warm, aber warte erstmal dem Schneemann hier noch einen drauf geben. Ja komm, steig auf, soll nicht unfair sein. So, also ich will nicht sagen, dass es überwarm wird, aber jetzt haben wir nur kurz gespielt. Ich würde also von der Auflösung her vielleicht so lassen, aber, na, kommst du wohl, würde die 60 Hertz ausschalten, weil oftmals, also bei dem, wenn nicht viel los ist, pusht er die 60 Hertz. Ansonsten läuft er so um die 35. Und da können wir doch einfach in der Voreinstellung schon mal auf 30 gehen. Und jetzt spielen wir mal ein bisschen mit niedrigerer Auflösung. Erstmal hier von den Kumpels hier das Zeug mitnehmen. Wichtig, ey, du auch. So, jetzt laufen mal die Leiter hier hoch. Ich bin nämlich freiberuflicher Feuerwehrmann. Ja, auf, komm, hüpf, Junge, hüpf, hüpf, hüpf. Schönen guten Tag, wohnt hier jemand? Ach, noch so einer mit seinem dicken Kumpel. Naja, komm, auf. Der hat sogar eine Axt dabei. Jetzt erstmal den Kleinen hier wegmachen. Die Kleinen sind immer die Schlimmsten. Habt ihr gesehen, da war ein kleiner Stotterer drin? Alter, haut der zu. Was ist denn hier los? Der macht Gemüse ins Weg, in Weg, als ob mich das hindern würde. Jetzt kriegst du erstmal einen drauf, mein Freund. Was ist denn mit dir los? Ja, die Kleinen vorschicken, genau. Die Kleinen sind die Schlimmsten. So, komm her, du mit deiner Axt. Ja, genau. Erstmal, Alter. Ja, hau dir ganz schön um sich, der Kerl. So. Na, komm her, ich bin nämlich... Oh, ja, klar. Komm her, ich bin nämlich freiberuflicher Meteorologe und kann Tornado, mein Freund. Ja, friss den, Junge. Ach ja, hat dir nichts ausgemacht? Dann kriegst du den noch drauf. Auf die 12. Und jetzt, naja, komm her, auf die Knie. Genau, nur ich schlage dich nicht zum Ritter, sondern tot. So, immer noch relativ warm. Jetzt will ich mal gucken, wenn man von der Grafikeinstellung... Ey, das war falsch.
Wenn man von der Grafikeinstellung mal einen runter geht, aber nicht auf sehr hoch, sondern einfach nur auf hoch. Er zeigt ja immer noch übertaktet, aber ist ein bisschen runtergegangen. Jetzt will ich mal schauen, ob er dann dadurch kälter wird. Ich werde das Spiel jetzt auch mal neu starten. Natürlich cutte ich das raus, damit die Einstellungen alle halt, damit die Einstellungen auch übernommen werden. Also wir sind jetzt nicht mehr auf sehr hoch und 60, wir sind jetzt auf nur noch hoch. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Ich habe hier umgestellt. Na, jetzt. So, Einstellungen, Graphics, das war Ton. So, und jetzt sind wir nur noch auf hoch und nicht mehr auf sehr hoch und 30 Frames. Und sofort wird der hinten kühler. Also der ist nicht mehr so heiß wie vorher. Jetzt rauben wir die Penner erst noch aus. So, huch, nee, essen wollten wir nichts. Ja, keine Köchin hier. Ja, und es sieht immer noch super gut aus. Es läuft immer noch super fluffig. Was habt ihr hier? Habt ihr hier? Oh, ihr habt Edelmetalle. Ha! Nehmt dieses, ihr Steine! Danke. Sehr gut. Also diese Büsche, die gehen mir ja schon auf die Nüsse, ne? Zack, da du auch, du Stein. Dann nochmal zwei Brocken her, genau. Also wie gesagt, das ist immer noch von der Qualität her 1A. Vom Spielerlebnis lässt sich super schön spielen. Und ey, das Ding ist 250 Euro, ich kann es nur immer wieder sagen. Ja, und das wird schlagartig kälter. Und ich bin nur eins von super hoch runtergegangen und habe halt nicht die 60 Frames, sondern nur die 30 Frames am Start. So, jetzt fliegen wir nochmal hier runter. Da muss er viel rechnen. Ja, und ihr seht, man kann weit gucken, kaum gedroppte Frames. Alter, da wollte ich gar nicht landen. Okay, weiter geht's. So, dann rennen wir noch mal eine Runde. Ich bin nämlich auch freiberuflicher Marathonläufer. Mit meinem Cape hier. Ja, also ihr seht, das läuft super schön. Das Spiel macht enorm viel Spaß. Das Display ist, obwohl ich habe es vorhin schon gesagt, IPS-Display ist kein Abbruch beim Spielen, macht das richtig Spaß. Gut, dann soll es das erste Mal zum Spielen gewesen sein. Und jetzt mein kleines Fazit. Gaming zu Ende und ich muss sagen, dieses Teil hat mich absolut überrascht. Ich fand das richtig spitze. Ich habe es im Gaming ein bisschen verglichen mit seinem Vorgänger, mit dem X3 NFC und das konnte nicht so schön gamen wie das hier. Klar, wenn ich hier diesen Kollegen daneben lege, ja, der aktuell noch dieses Problem hat mit dem gedimmten Display, aber vom Spielerlebnis her stehe ich hier fast in nichts nach. Er wird gefühlt wärmer, das Poco X3, und das F3 wird nicht so warm. Es wird viel, viel kühler, aber macht das Display dunkel. Naja, anderes Video müsst ihr euch angucken. Er hier, das Mi 11, wird auch super warm, viel wärmer wie das Poco F3. Und ich würde mir sogar einbilden, noch einen Ticken wärmer wie das X3 Pro. Aber er dimmt auch nicht das Display und auch die Framerates brechen nicht ein, das läuft weiter. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Nicht, dass der dann irgendwie auf Dauer dann Probleme beim Prozessor kriegt, wenn er permanent zu heiß läuft. Ja, hier ist man wahrscheinlich von der Kühlung, ob das das Display oder der Prozessor, wie gesagt, ich weiß nicht, guckt euch mein Video an, ist man zu konservativ gewesen. Hier war man okay und hier war man vielleicht nicht konservativ genug. Ja. Wir bauen einen kleinen Xiaomi-Turm hier. Er hier gamed auch, habt ihr mein Video gesehen oder könnt ihr euch anschauen, aber wenn es um Gaming geht, naja, an denen geht nichts vorbei. Aber wenn ihr wirklich Gaming on a Budget, ja, 250 Euro, der Early Bird waren 200 Euro plus, das wird es wieder geben. Xiaomi haut regelmäßig solche Angebote raus. Hier waren wir bei 350 Euro, Early Bird 200 Euro. Also diese beiden Geräte sind für Gaming, wenn das Display nicht abdunkeln würde unbedingt. Wobei, dann kann man immer noch gut spielen, aber nicht bei Tageslicht oder in der Sonne. Aber im Vergleich zu hier sehe ich hier keinen Gaming-Unterschied, absolut nicht. Hier haben wir ein schöneres Display, klar, und ein höher auflösenderes Display, aber im Spiel hat man da keinen Vorteil von. Eher, dass der so heiß wird, dass man ihn fast nicht mehr anfassen kann. Der wird auch wärmer, aber ich kann ihn immer noch anfassen, der bleibt kühl. Gut, das soll es gewesen sein und zum Schluss noch ein kleiner Vergleich gewesen. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr mein Video schaut. Danke, dass ihr es getan habt. Dann bleibt bitte gesund, wilde Zeiten immer noch.
Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, ciao.